So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der LP. Heute mit einem eher langweiligen Part, weil wir wieder ein Turnier machen, um an Booster und Geld zu kommen. Und da derzeit im Versus-Modus nur erweitertes Format ist, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, wir schnappen uns jetzt das Lavabrand-Deck und holen uns hier im Idealfall wieder mal den Titel. Dazu habe ich heute ein paar Sachen zu erzählen, die mir auch tatsächlich, die ich nicht vergessen habe und ja. Aber das seht ihr alles gleich, denn ich würde sagen, wir machen Schnitt, bis der Kampf anfängt. Bis gleich. Da ist der Kampf auch schon losgegangen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Themen. Und das erste Thema, Schnee. Bei mir hat es geschneit. Ja, zwar nicht viel, aber ein bisschen. Das freut mich. Und das zweite Thema, ich habe es irgendwie geschafft, meinen Laptop kaputt zu machen. Ja, der, mit dem ich gerade aufnehme. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Also folgendes hat sich zugetragen. Ich saß vorgestern Nacht hier und wollte aufstehen und wollte mir tatsächlich nochmal ein Brot machen. Und es war dunkel und ich bin irgendwie gegen mein Headset-Kabel gekommen und habe dabei an meinem Laptop bzw. an meinem Headset gezogen. Jetzt könnte man sagen, ja. Weiter? Nichts weiter. Mein Headset ist rausgegangen und mein Laptop ist ausgegangen. Und zwar auf eine ganz komische Art. Also der Anknopf und halt dieser Lampenknopf, der unten dran ist, die haben noch geleuchtet. Aber er hat sonst nichts gemacht. Und als ich ihn dann nochmal... Also als er dann einen Moment Ruhe hatte, ist er wieder runter... Also ist er wieder hochgefahren. Aber praktisch von selbst, weil das war praktisch, als wenn der Knopf die ganze Zeit gedrückt werden würde. Also mehrfach gedrückt werden würde, der Anknopf. Und das ist dann tatsächlich auch noch ein paar Mal so passiert, dass er halt ausgeht, als wäre der Strom weg, und dann aber sofort wieder hochfährt, als wäre er komplett wieder da. Das ist irgendwie sehr kurios, ich finde es sehr, sehr merkwürdig, und ich hoffe, das ist natürlich nicht permanent, weil, ganz ehrlich, das Ding soll funktionieren, und vor allen Dingen, wenn mir das mal während einer Aufnahme ausgeht, wäre das extrem schlecht. Und es ist mir gestern zum Beispiel den ganzen Tag, nachmittags ist es mir einmal ausgegangen, ich weiß nicht weshalb, und abends wollte ich dann mit dem Kumpel zocken, und da ist mir permanent ausgefallen. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob es an der Benutzung meines Headsets liegt, wenn ja, merkwürdig, weil jetzt benutze ich es auch gerade. Und dann funktioniert es mal wieder irgendwie eine halbe Stunde, Stunde. Also ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Weil mittags zum Beispiel hatte ich das Headset auch nicht verwendet. Sonst hätte ich gesagt, ja, es ist eindeutig die Benutzung meines Headsets. Aber so einfach ist es halt nicht. So, und wir machen jetzt hier mal richtig Randale. Wir machen jetzt hier mal Randale, Ralf. So, weil solange wir 6 Karten auf der Hand haben, Moment mal, wir kriegen keine 6 Karten, ne? Wir kriegen nur 5 Karten, verdammt. Weil unsere 6. Karte wäre dann ja quasi, das da. Dann gucken wir mal, wenn wir zweimal Kopf kriegen. Ja, schade. Ah, sind wir sogar noch eine Karte zusätzlich losgeworden. Sonst hätten wir damit halt die Chance gehabt. Aber egal, wir kriegen das Vieh trotzdem tot. Ja, also ich hoffe wirklich, dass mit meinem Laptop ist nur irgendwie ein Softwarefehler, der sich jetzt langsam wieder einpendelt. Und er wird nicht nochmal ausgehen. Wenn irgendjemand damit Erfahrung hat, mit diesem komischen Verhalten, kann er mir das ja mal schreiben, dass das nicht mehr vorkommt. Weil es hat mich doch extrem genervt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach hier, ich darf ja nur bis zu 5 Karten ziehen, da können wir auch gleich das nächste Pokémon holen. Und Maro schmeiße ich mal weg. Ja, da haben wir sogar gleich die Weiterentwicklung. Was wollen wir denn nächste Runde ziehen? Würde ich sagen, wollen wir Kali ziehen. Moment, ich habe noch keine Energie gelegt. Okay. Ja.
Das ist ein ganz, ganz großes Thema für mich gerade. Mein Laptop. Und ein anderes großes Thema ist natürlich, es gibt wieder Thumbnails. Ihr habt es vielleicht gesehen, also sowohl Smash Bros. Als auch hier Pokémon TCG haben wieder Thumbnails. Ich habe mich dran gesetzt und habe sie gemacht, ja. Alle. Es hat mich wirklich viel Zeit gekostet, aber ich habe es gemacht. Und Pokémon Evoli wird auch mit Thumbnails versehen in Zukunft. Wirklich wahr, ich mach das. Alle kriegen Thumbnails von mir. So, Kali spielen wir jetzt mal noch nicht, weil so sind wir, auch wenn wir weniger Karten haben als unser Gegner, also weniger Handkarten, trotzdem auf der sicheren Seite. So, dann kriegen wir auch wieder eine Preiskarte. Wir hätten Energie anlegen können, ne? Moment. 3, 6, 7. 7 Handkarten. Wir haben derzeit nur 6 Handkarten. Das ist zu wenig. Aber er muss noch nur Energie anlegen, sonst bringt es nicht viel. Sonst kann er nur Verlockung einsetzen. Und dann haben wir gewonnen. Dann legen wir eine Energie an. Ah ne, funktioniert ja so rum gar nicht. Hahaha. Doch, funktioniert, dann haben wir gewonnen. Ne, er hat nur 1 gespielt, okay. Setze aber trotzdem Verlockung ein. Dann bringe ich uns aber. Also dann mache ich jetzt hier keine Suizidaktion. Beziehungsweise wäre es nicht, aber. Es wäre halt schon nicht gut. So, jetzt möchte ich mal gucken. Haben wir noch irgendwas Gutes? Irgendwas, was uns eine ganze Menge bringt? Ben und Svenja, falls ich mal tauschen will. So, dann hoffen wir mal, dass wir gut ziehen. So. Reicht natürlich immer noch nicht, um hier an dem komischen Vieh vorbeizukommen, weil unser Schaden halt wirklich derzeit noch unterirdisch ist. Mit 50 Schaden, aber er reicht offenbar. Also ich meine, wir kommen ja hier ganz gut voran. Das ist das Erstaunliche. Wir haben jetzt nicht den großen Schaden, aber wir kommen trotzdem voran. Ja, dann die andere große News ist natürlich, dass mein Laptop, meine Prüfungszeit jetzt bevorsteht und ich Panik habe, aber ich hoffe, ich schaff's. Vielleicht erzähle ich da gleich noch ein bisschen. Und die anderen News ist das Infovideo, das heute, ich weiß nicht, ob es ungefähr in einer halben Stunde kommt. Ich denke mal, es wird vor einer halben Stunde schon rausgekommen sein. Kann ich aber nicht hundertprozentig sagen. Eventuell ist es schon rausgekommen, eventuell kommt es auch erst noch raus. So, wir holen uns mal ein neues Hunduster, würde ich sagen. Das hätte ich ganz gerne. So, leider Zahl gekriegt, aber gut, kann man nichts machen. Mit Brandstiftung holen wir uns jetzt erstmal Energie wieder. Wieder ein Pokémon besiegt. Ja, das Infovideo, wer es nicht gesehen hat, es geht um eine kleine Änderung auf meinem Kanal. Ich weiß, ich habe große Änderungen geschrieben, aber so groß ist er eigentlich nicht. Ich wollte bloß, dass es jeder mitgekriegt. Mal gucken, ich muss dringend wieder Let's Go Evoli aufnehmen. Ich muss mal irgendwie meine Freundin schnappen, dass ich da Unona machen kann. Ansonsten muss ich mit Vulpix kämpfen. Und dann gibt es demnächst auch Thumbnails. Also ich werde dringend versuchen, Thumbnails zu machen. Aber Problem ist halt immer, hat man die Zeit nicht. So, das Schneckmark will ich nicht. Moment, erstmal hier Brandstiftung und uns wieder eine Feuerenergie für unser Undemon. Und jetzt mit dem Feuersturm drauf.
wir sind so gut dabei. Und unser Gegner schindet ja im Prinzip nur Zeit. Er verhindert im Prinzip nur, dass er genug Handkarten hat, damit wir mit Hundemon nicht draufhauen können. 3, 3, 3, 6, 9, 10 Handkarten. Wir haben 3, 6, 9, 10. Wir haben genauso viele Handkarten wie er. Bedeutet im Umkehrschluss, jetzt haben wir 11, wenn wir keine einzige Handkarte spielen, dann hat Hundemon mehr Kraft. So, dann lohnt sich auch die Brandstiftung, weil dann können wir uns das hier selber geben. Und mit sanftem Gleiten hole ich uns mal den da oben drauf, dass wir den auch als Ersatz haben. So, 130 Schaden. Ich weiß, ich hätte auch theoretisch weiter mit dem hier machen können. Aber es kommt, glaube ich, aufs Gleiche raus. Was habe ich eben für eine Karte bekommen? Ich glaube, habe ich Kui bekommen oder die Rettungstrage? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, da ist es wieder. Das Schöne ist, das kriegen wir mit beiden tot. Sowohl mit Logok als auch mit Hundemon. Ja, Handkinese macht überhaupt keinen Schaden. Also, das haben wir gewonnen. Das ist nämlich das falsche. Also mit dem Wolverog-Deck, das reicht nicht. Keine Chance gegen uns. War nur ein bisschen Zeitgeschinde mit den vielen Handkarten. Gut, dann würde ich sagen, hier mache ich nochmal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und da geht's auch schon in die nächste Runde. Dreaded Django ist unser nächster Gegner. Django. Den hauen wir weg. Okay, keine Energie. Das ist schon mal ein bisschen doof, aber gleichzeitig haben wir Entwicklung. Das ist wieder gut. Deswegen ist es jetzt eine etwas merkwürdige Situation, die wir hier haben. Weil ich nicht so recht weiß, was ich machen soll. Weil auf der einen Seite möchte ich die Karten in unser Deck mischen. Auf der anderen Seite möchte ich sie aber auch nicht in unser Deck mischen, weil das natürlich unsere Strategie versauen würde. Fabil. So, wir holen uns jetzt als erstes mal ein Skarabon. Dann machen wir das und machen die beiden hier weg. Damit das Fabigel nichts hat zum Benutzen. Und legen jetzt gerade mal die Energie ans Karabon an. Ich möchte nämlich, dass dieses Fabigel nicht die Chance bekommt, seine Karte, also eine Karte von uns zu kopieren. Die Genugtuung lasse ich ihm nicht. Weil wenn unser Gegner genauso schlecht gezogen hat wie wir, dann will ich ihm auf keinen Fall eine Chance geben. Von daher, ja. Okay, wir haben immer noch keine Energie leider. Aber ein weiteres Pokémon, das ist schon mal gut. Weiteres Pokémon ist immer gut. Ein bisschen Energie wäre jetzt auch nicht schlecht. Zumindest eine Pflanzenenergie. Weil er hat Energie und das werden wir noch früh genug richtig zu spüren bekommen. Achso, er versucht gar nicht uns zu kopieren, sondern er versucht den Schweifschmetterer. Jetzt haben wir aber Energie und das bedeutet, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben auszutauschen, egal wie, wir werden es tun und wir werden hier richtig abräumen. Wenn wir jetzt eine Lilly oder einen Nachmacher ziehen, haben wir richtig gute Chancen.
Aber dafür müssen wir es halt ziehen, ne? Ob wir das am Ende wirklich tun, das ist die Frage. Und was unser Gegner tut, ist noch eine viel größere Frage, weil der. Ich mag das nicht, wenn Gegner sich so viel Zeit lassen beim Nachdenken. Also theoretisch müssen wir jetzt einfach nur direkt eine Energie oder Lili oder Nachmacher ziehen. Okay, mit 5 Karten auf der Hand können wir jetzt auch eine ganze Menge ziehen. Wichtig wäre mir halt eine Karte, mit der ich irgendwie austauschen kann. Ja, Energie reicht mir völlig, weil die können wir dann direkt mit Logok wieder zurückholen, die Energie. Das ist nicht so schlimm. Also wenn die weg ist, macht nichts, kommt wieder. Und jetzt haben wir hier halt die Möglichkeit, mit Scaravon voll drauf zu hauen. Ist jetzt nicht die Karte, die ich haben wollte, weil ich lieber was, um unsere Hand wieder aufzustocken, gerne hätte. Vor allen Dingen, wenn der jetzt entwickelt und Energie draufhaut. Aber damit kann er sich nur Basis-Pokémon holen, das ist gut. Kann natürlich sein, dass er jetzt einfach unsere Schwäche ausnutzen will und noch gar kein Hundemon auf Lager hat oder keine Energie mehr, kann ja auch sein. Aber ich hoffe so ein bisschen, dass er es nicht hat. Weil wenn der uns damit trifft, sind wir erledigt. Okay, er wird uns nichts anhaben. Das ist schon mal gut. Gibt uns wieder einen Zug Ruhe. Und da haben wir jetzt mal eine Reporterin. Sehr schön. Pflanzenenergie ist zwar jetzt nicht die Energie, die wir zwangsweise brauchen, aber für Logok reicht's. Und das heißt, wahrscheinlich wird er nächste Runde frisch gepresst ausnutzen wollen und wird damit zum Glück auch sein Potrot opfern. Was wir natürlich voll ausnutzen und das Vieh einfach umbringen. Also das werden wir einfach weghauen. Da gibt's nichts. Und ich habe gesagt, ich könnte noch was zu meinen Prüfungen sagen. Ich war ein bisschen ängstlich, weil ich halt auch nicht wusste, wie es aussieht mit dem, was kommt dran, was kommt nicht dran. Und dann habe ich jetzt so einen Plan bekommen, auf was ich mich konzentrieren soll. Und da sind wirklich auch leichte Sachen dabei. Und das freut mich, weil das ist für mich immer so ein bisschen ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es doch nicht ganz so schlimm ist. Wie ich eigentlich gedacht hätte. Und vielleicht habe ich Glück. Vielleicht wird die Prüfung nicht so schlimm und ich bestehe. Ich hoffe sehr drauf. Okay, Kukui will ich jetzt eigentlich nicht machen, aber doch. Schon wieder keine Feuerenergie, das gibt's doch nicht. Ist Feuerenergie so selten? Weil der wird uns jetzt hier Vollkanne angreifen. Und spätestens dann hätte ich gerne eine Feuerenergie. Beziehungsweise dann ist die Energie auch egal, weil ich kann ja Energie von unserem Ablagestapel einfach wiederholen und kann sie anlegen. Aber dafür muss ich erstmal Flamely vorschicken. Oh ja, und dank der Nachahmerin natürlich auch genug Karten, dass unsere Attacke nicht funktioniert. Aber jetzt hat er sich's versaut. Jetzt hat er sich's versaut. Ah,
Ah, da wäre unsere Feuerenergie gewesen, die ich so gerne hätte. So. Hoffen wir ziehen jetzt auch nochmal eine. Oder überhaupt? Ja. Perfekt. Aber jetzt machen wir es so. Ich hole die Feuerenergie zurück, leg die an Hundemon an. Hol noch eine Feuerenergie und tausche gerade mal. Das war jetzt halt echt nur, um sicher zu gehen. So, er hat auch nicht allzu viele Karten. Das heißt, ich kann uns ruhig ein paar Basis-Pokémon holen. Da denke ich nämlich jetzt auch an ein Entei, wenn er schon eins zieht und an einen Schneckmack. Dann können wir nämlich mit Makago hier ein bisschen beeinflussen, was wir für Entei brauchen. Kriegen wir sogar noch einen Boost auf unsere Angriffskraft. Und das Schöne. Nee, das ist überhaupt nicht schön, weil ich dachte gerade, wir überleben mit 10 HP, aber das stimmt nicht. Entei würde mit 10 HP überleben. Wir nicht. Da kommt Kukui, aber er scheint keine Pflanzenenergie zu haben. Hat er nicht eben sogar Energie angelegt? Ich weiß gerade gar nicht. Wenn er keine Pflanzenenergie hat, dann hat er jetzt richtig verkackt, weil dann kann er uns nur 10 Schaden machen und wir bereiten daraufhin ja den Todesstoß quasi vor. Wie wir hier ihn komplett fertig machen. Tausch, okay. Dann kann er zumindest. Ne, er macht 110, verdammt. Ja, weil. Ist ja dummerweise so, dass er ja hier den Vorsprung hatte. Macht aber nichts, macht nichts. Leute, macht nichts. Und warum macht's nichts? Weil wir am Ende am längeren Hebel sitzen. Warum? Dank Makago. So, wir machen jetzt erstmal sanftes Gleiten. Damit holen wir uns eine Feuerenergie und legen die oben drauf. Dann aktivieren wir hier Kukui. Ziehen zwei Karten, bei denen auch unsere Feuerenergie ist. Und dann aktivieren wir hier Logox-Effekt mit Brandstiftung. Und holen uns die Feuerenergie hier gerade mal für unseren Duster wieder. So, und jetzt gibt es den Feuerstrom. 90 Schaden gerade mal, beziehungsweise 110 und 20 für die Bank. Und seine Hunduster bringen ihm halt absolut gar nichts. Und vor allen Dingen, ja, ich wollte gerade sagen, nicht mal das Garabon bringt was, wenn es denn tot ist. Garabon kann uns aber mit 120 Schaden nicht töten. Das reicht nicht. Und wir haben Energie gezogen. Das reicht. Unser Pokémon geht so oder so drauf. Ach komm, mal zur Sicherheit. Habe ich trotzdem Malasada drauf. Uns auch gerade mal die Feuerenergie für Hundemon zurück, dass der ab nächste Runde dann hier richtig abgeht. Feuerstrom. Das eine ist schon fast tot, das Logok. Schade, ich hätte mir noch eine Feuerenergie gewünscht. Ich hätte noch was oben drauf legen können, ne? Eine Feuerenergie oder so. Ist egal. Weil der haut uns jetzt weg und dann hauen wir ihn weg und dann haben wir gewonnen und stehen im Finale. Das heißt, zwei Booster haben wir schon mal sicher. So, jetzt ist halt bloß die Frage, schafft er noch irgendwie an genug Karten zu kommen?
um uns wirklich irgendwie zu schaden. Dafür müsste er aber jetzt noch zwei Karten ziehen und seine Trainerkarte ist weg. Bedeutet wahrscheinlich eher nicht. Ich nehme sehr stark an, dass er uns nichts anhaben kann. Aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Nein, kann er nicht. Und jetzt ziehen wir eine Karte, damit haben wir 5. Eine mehr als er und wir hätten sogar die Energie gezogen und damit ist er weg. Gut. Bedeutet, wir stehen im Finale, hat recht lang gebraucht. Ja, dachte ich mir, dass wir dann direkt in die Finalrunde gehen können. Schön. Stehen im Finale und das ist natürlich das Entei-Deck, gegen das wir spielen. Und er kriegt hier auch noch einen Vorteil eingeräumt. Warum? So schlecht sind wir nicht. Wir haben so viel gewonnen. Also wir haben wirklich sehr viel gewonnen. Natürlich Vorführeffekt kriegen wir jetzt nur ein einzelnes Runduster geschenkt. Aber unser Gegner hat nur ein einzelnes Flemly, das ist auch nicht besser. Ah, er hat aber noch einen Mistball für ein weiteres Basis-Pokémon. Auch nicht das beste Pokémon der Welt, aber ich weiß, was er vorhat. Okay. Kriegen wir. Wir kriegen auch einen Schneckmark. So viel Zeit muss sein. So, wir könnten jetzt direkt mit Flackern angreifen. Ich möchte aber Teamjagd einsetzen und noch eine Karte ziehen. Weil ich möchte, dass wir mehr Karten auf unserer Hand haben als unser Gegner. Okay, da bereitet sich ein Entei auf unsere Vernichtung vor und wir werden tatsächlich verbrannt. Frechheit. Aber Vernichtungs-Entei muss warten. Okay, da ist direkt das nächste Runduster. Haben wir mehr Handkarten? 6 Handkarten gegen 7 Handkarten. Aber ich kann trotzdem spielen, weil wir den Kukui benutzt haben. Das waren 2 weitere Schadenspunkte. Weil theoretisch, wenn wir uns mit den Hundämonen halten, ich die einsetzen kann. Also auch das zweite. Hundämon hat die Kraft, so ein Entei mit einem Schlag wegzuhauen. Aber dafür brauchen wir mehr Handkarten als unser Gegner. Und er hat 3, 6, 8. Wir haben 7, das heißt, wir müssten theoretisch noch einen Kukui oder sowas ziehen, um jetzt gleich genug Schaden zu machen. Also Chancen stehen eher schlecht. Timerball, okay. Der muss jetzt 2-mal Kopf zeigen. Macht da bloß nicht. Muss ich jetzt ein paar von unseren Karten loswerden, so leid es mir auch tut. Aber ich leg uns mal so eine Reporterin oben drauf.
für später. Nicht zum Jetzt-Essen, sondern für später. Der haut uns wahrscheinlich gleich... Was heißt wahrscheinlich? Der haut uns gleich weg. Hätte uns vielleicht einen Kukui holen sollen. Aber ich hoffe, dass er jetzt leichtsinnig ist und so viele Handkarten verballert. Leichtsinnig ist er, aber zu viele Handkarten waren es, glaube ich, nicht. Ja, die Preiskarte haut es nämlich raus, das ist das Problem. Ich nicht was anderes? Achso, stimmt, das hat er ja abgelegt. Mist. Habe ich nämlich gar nicht dran gedacht, weil jetzt mit Reporterin würden wir zwei Karten... Ne, würden wir auch noch eine mehr kriegen, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. Uns halt auch nichts. Nee, komm, dann mal was anders. Ziehen jetzt nochmal, bis wir 5 Karten auf der Hand haben und hoffen auf was Gutes. Tja. Manchmal hofft man, manchmal bringt's was, manchmal bringt's nichts. Wir sorgen jetzt aber auf jeden Fall dafür, dass eine Karte, die er nicht will, oben liegt. Wenn eine Karte, die er nicht will, oben liegt, ist die Chance, dass wir überleben da. Außer er hat einen Makago. Dann haben wir keine Chance. Dann holt er sich die Energie, wie er sie gerade braucht. Kukui reicht aber immer noch nicht. Er macht nur 100 Schaden. Er macht keine 110. Ja. Das war knapp. Hätte auch schief gehen können, ist es zum Glück nicht. So, wir müssen uns jetzt irgendwie ein Entei besorgen. Damit wir den ganzen Mist auch machen können. Wir machen das jetzt mit der Nachahmerin. Das ist leider kein Entei. Aber vielleicht kann ich uns hier eins oben drauf legen. Also bis jetzt, dafür, dass uns der Nachteil eingeräumt wurde und dass uns dieses Entei so zerstört hat, halten wir uns noch ganz gut, ne? Und wenn das Vieh hier nur mit Ausfall angreifen kann und vielleicht sogar mit... Okay, es kann gar nicht angreifen. Weil er hat nicht daran gedacht, dass er es auf die Bank legen muss. Und das Ding hat 2 Rückzugskosten, das heißt, es kann diese Runde de facto nicht angreifen. Aber er hat einen Tausch. Natürlich, es gibt immer einen Tausch. Mehr Karten als wir kriegt er eh nicht auf die Hand. Ist uns von daher eigentlich völlig egal. Natürlich, bei ihm funktioniert es, bei uns nicht. Das ist schon mal eine ordentliche Leistung, die er hier abliefert, leider. Und da hat er jetzt seinen Makago. Haben wir ja auch. Und wir benutzen es ja auch, aber... Wir hauen uns hier regelmäßig jetzt den Kopf rein. Also abwechselnd immer ein Pokémon tot. Beziehungsweise wir können ihm gleich kein Pokémon tot hauen, weil unser Entei ja erst noch aufladen muss. Das heißt, er haut jetzt noch eins von unserem Pokémon tot und da kommen wir so ein bisschen in Rücklage, können dann aber wieder uns den Vorteil zurückholen. So, jetzt aktivieren wir erstmal das da, holen uns 2 Basis-Pokémon. Ja, jetzt ist die Frage, welche hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne das da und das da. Gibt es das auch als Menü? Nein. Und oben drauf hätte ich jetzt gerne für die nächste Runde das Logo. So. Legen wir schon mal das Flemli und die Feuerenergie. Und wir nutzen Energiegetränk
und machen mal unser Entei-Start klar. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich würde diesen Kampf ungern verlieren, aber das geht dem Gegner wahrscheinlich genauso. Der möchte auch nicht verlieren. Das ist immer das Problem, wenn zwei Leute nicht verlieren wollen. Dann klappt das nicht. Weil einer von beiden muss verlieren. Warum lädt mein Handy jetzt nicht mehr? Ist das Kabel rausgegangen? Naja, ist eigentlich drin. Lädt gerade nicht. Ah, eben. Ah. Braucht mal ein neues Kabel, glaube ich. Ja, mach hin, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe nachher auch noch irgendwann Vorlesung. Der Part muss 15 Uhr raus sein. Aber der macht hier die gleiche Strategie, die wir auch schon vorbereiten. So, so. Und so, Vorteil ist, wir können das mit Entei hier perfektionieren, dadurch, dass wir uns wirklich immer eine Energie sichern. So, Eruption. Weil eine Energie ist uns sicher durch Makago. So, und er wird jetzt mit seinem komischen hier Scaraborn angreifen. Kann uns aber nicht töten, das heißt, das ziehen wir auch noch weg. Ne, er greift uns tatsächlich hier mit dem Hauptgegner schlechthin an, mit Logok. Oder er zieht sich dann zurück, das kann auch sein, dass er einfach keine Energie hat. Das ist ja quasi jetzt unser Endgegner hier, das Logo. Aber wenn er keine Energie anlegt, dann kann er uns nicht mal damit angreifen. Er bereitet hier schon die Handkarten vor, dass er damit Hundemon hier den tödlichen Angriff landen kann. Theoretisch könnten wir auch Bromley benutzen und das Hundemon umbringen. Aber noch nicht. Obwohl, doch können wir jetzt schon machen. Ich überlege auch, ob wir es machen sollten. Weil das ist so das letzte Pokémon, das uns nochmal irgendwie gefährlich werden kann. Und ich habe so ungern, dass es irgendwelche Pokémon gibt, die uns irgendwas können. Von daher hätte ich das schon ganz gerne weg. Weil er will uns natürlich hier die Chance versieben, dass wir ihn umbringen. Verständlicherweise. Aber dann bringen wir ihn halt so. Kein Problem, muss nicht immer auf pure Gewalt rauskommen. Problem ist, er will natürlich unser Entei umziehen, ist klar. Würde ich an seiner Stelle auch. Unser Entei ist hier Hauptgefahrenpunkt für ihn. Will er tot sehen, muss er sogar tot sehen wollen. Ist verpflichtend. Problem ist, wir können ihn nur umbringen, wenn wir einen Kukui hätten. Und den hätte ich uns vielleicht mal oben aufs Deck legen sollen. Aber ich glaube, wir haben nicht mal mehr einen. Wir besitzen keinen Kukui mehr.
Brandstiftung, holen wir uns die Energie. Warum habe ich eigentlich mal Cargo vorgelegt? Bin ich doof? Ich war gerade so in Gedanken. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ich habe uns gerade den Sieg gekostet, danke. Ja, das kann, da komme ich jetzt auch nicht mehr dran. Ich habe verkackt. Ich habe richtig verkackt gerade. Ich war jetzt eben so in Gedanken, dass ich uns... dass ich komplett versaut habe. Was mache ich denn? Warum habe ich mal Cargo vorgeschickt? Mit dem anderen, wir hätten vielleicht nicht gewonnen, aber... wir hätten das Vieh besiegt und wir hätten eine gute Chance auf den Sieg gehabt. Na gut, Leute, haben wir verloren, ist jetzt passiert, ist egal. Ihr lasst mir jetzt erstmal das Kommentar da, einen Daumen nach oben, Part ging lang genug und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und guckt in das Änderungsvideo rein. Also, bis dann, euer Wolf.